Ein Hallo und ein herzliches Grüß Gott hier aus der Green Door Garage. Wir sind ein professionelles Drift-Team aus Österreich und ihr habt heuer die Gelegenheit, unseren Channel zu abonnieren und seid dann mit dabei und könnt uns begleiten. Wir bauen zwei richtig geile Projektautos. Eines davon ist ein Nissan Skyline R33 mit einem V8 LSA, supercharged. Das Ganze soll Drift Masters konform werden, das Fahrzeug. Ihr seid von Grund auf mit dabei, wenn wir dieses Fahrzeug aufbauen. Ihr könnt uns auf die Finger schauen. Wenn ihr euch die Frage stellt, zum Beispiel, ja, ich baue auch mal ein Auto oder ich möchte eins bauen, könnt ihr euch ein bisschen was abschauen und uns auf jeden Fall begleiten. Das zweite Auto, das halte ich noch ein bisschen geheim, was das sein wird, wird auch ein richtig geiles Projekt. Es wird in der Woche zwei Videos geben. Das eine Video hier und da mal ein bisschen Technik, das andere Video dann wieder in Richtung Projektauto. Es kann aber auch sein, dass wir haben natürlich die Rennstrecke neben uns und wir sind gute Partner vom PS Racing Center und wir dürfen hier und da mal auch aufs Grundstück und dort ein paar Sachen antesten. Und da werden ein paar lustige Sachen heuer auf jeden Fall mit dabei sein. Und wenn euch ein paar lustige Sachen einfallen, könnt ihr uns natürlich einen Kommentar schreiben. Wir werden natürlich dann versuchen, das vielleicht auch umzusetzen. Heute am Programm den R33, der ja soweit schon einmal grundiert worden ist. Ihr seht ihn hier. Wir haben jetzt die Aufgabe, all diese großen Löcher zuzumachen. Natürlich die Spritzwand vorne ganz wichtig und heikel, wird in den meisten Drift-Serien auch wirklich stark kontrolliert, dass da kein Loch drinnen ist. Kann natürlich Treibstoff oder irgendwelche giftigen Dämpfe, wenn es brennt, in den Fahrraum eindringen. Das wollen die überhaupt nicht. Also das müssen wir schauen, dass wir das wirklich absolut dicht kriegen. Das nächste Highlight wird werden, dieses Heck. Also wir haben hier ein komplett neues Heck liegen. Es ist ein Dummy. Den einmal anzupassen auf unser GFK gefertigtes Heckteil. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist das ein kompletter Dummy und warum ist alles aus GFK? Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, ja, Driftsport heißt es natürlich mit dem Arsch an der Wand streifen. Und hier und da kann es mal sein, dass es sich nicht ganz ausgeht und dann tauchst du in diese Wand ein. Dazu muss das Heck so flexibel wie möglich sein und muss einfach nachgeben. Weil wenn es nämlich nicht nachgibt, dann vielleicht schneiden wir irgendwo mal ein Video hinein. Ist nämlich das Problem, dass du komplett auch mit der Vorderachse einschlägst in diese Mauer. Das ist natürlich zu vermeiden, aber wir wollen das Auto jetzt mal lackierfertig kriegen. Das heißt, dieses Ding muss hinten angepasst werden und auch diese Löcher müssen alle verschwinden. Denn die Problematik ist, durch das Rathaus, durch den Qualm, der da entsteht, zieht der natürlich da in den Innenraum und irgendwann einmal, wenn du in einer langen Kurve fährst, siehst du nichts mehr. Da überholt dich der Rauch so wirklich so von hinten und versperrt dir die Sicht und du bist dann blind. Und bei einer tiefstehenden Sonne, das hatte ich schon mal in Italien unten, ist das eine Katastrophe. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo ist die Track und bist absolut im Blindflug unterwegs. Das heißt, wir werden das jetzt schon mal komplett richtig aufbauen. Zudem wird es dann hier auch noch eine Firewall geben. Tank haben wir nach hinten verlagert, ist jetzt mittlerweile auch verpflichtend, dass die ganzen Tanks in dem Pro-Serien jetzt einerseits Sicherheitstank sein müssen und andererseits auch natürlich dann hinten sein. So, das ist einmal Programm für heute. Wir haben auch schon unsere Türen bekommen, die wir jetzt anfertigen haben lassen. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Coupé-Türen vom Skyline, die sind richtig schwer. Also mit Fensterheber und mit Glasscheibe drinnen und den ganzen Seitenaufbauschutzklumpert. Also Michi, was sagst du, 40 Kilo? Kann hinkommen, ja, 40 Kilo. Und jetzt haben wir GFK-Türen, also die echt überhaupt nichts wiegen. Also das ist fast wie ein Blatt Papier. Was aber noch Anpassungsarbeiten erfordert, und zwar diese NASCAR-Sidebar, die ihr da seht, ja, die quasi in die Tür reinkommt. Und erhebliche Sicherheitsmaßnahmen sind im Driftsport und das ist auch verpflichtend in der DMC, nämlich ab heuer, dass du diese NASCAR-Sidebar fährst. Würde ich aber dann zum Beispiel, wenn ihr ein Fahrzeug baut, ja ohne diese NASCAR-Sidebar und ihr nehmt dann GFK-Türen, ist natürlich Vorsicht geboten. Da natürlich diese Türen schon
einen Seitenaufprallschutz bieten, die Originalen. Also ich habe das mal gesehen bei einem ganz normalen, simplen Trackday mit dem Harald, der einfach, also ich war wirklich, ich habe ihn durch diese Kurve durchgeschoben und er hat plötzlich Grip bekommen und sein Heck ist in meine Tür, in meine Beifahrertür eindetoniert, hat einen richtigen Schnalzer gemacht und da habe ich erst einmal gesehen, wie stabil eigentlich so eine originale Tür sein kann. Und wenn du die natürlich aus GFK ersetzt, ja, und dann wirklich da überhaupt keine Verstärkungen auf der Seite hast, ist es natürlich lebensgefährlich. Gebe ich euch mit mal zum Überlegen. So, und jetzt könnt ihr uns heute da mal begleiten, wie wir das Ganze da auf die Füße stellen. Die Höhen und Tiefen des Tages, sage ich einmal, die Niederlagen, es werden sicher welche kommen. Also was haben wir da? Da haben wir unsere GFK-Türe. Super easy. Boah, schau. Schau das. Ich schätze um die 4-5 Kilo, sagst du? Maximal, gell? Vielleicht können wir mal eine mal dann mal auf eine Waage wirklich legen. Müssen wir schauen, wo wir eine haben. Was ist jetzt das Problem? Ich habe gesehen, die Nesca Sidebar geht sich da nicht ganz aus, gell? Genau, ja. Hm. Muss man da ein bisschen wegschneiden? Schneiden wir da eh nicht zu viel weg, lieber Helmut. Wir brauchen ein Türschloss auch noch. Kann man ja kleben. Hast du das angeschaut? oder brauche ich dann so ein Hagerl mit einer Schnur und einer Kette drinnen zum Zumachen? Prinzipiell mal weniger wegschneiden und schauen. Also es wäre schon ein Anliegen für mich, dass ich noch eine Türschnalle habe. Die müssen wir vielleicht noch irgendwo reinpassen und vielleicht da einmal schauen. Da ist zwar die Ausformung da hinten, aber was sagst du, lieber Helmut, wie wir ja, das da reinkriegen? Das ist ein Drama bei den Glasfaserteilen. Ja, das ist wirklich ein Drama, wenn ich mir das so anschaue, nämlich. Anpassungsarbeit. Sehr viel Anpassungsarbeit. Mir wird gleich wieder schlecht, wenn man was anschaut. Naja, aber es ist Rennsport. Es ist Rennsport. Es ist immer was zum Tun. Es ist immer was kaputt. Du stellst das Auto ab, es hat funktioniert, du willst es anstarten. Mag nicht mehr. Was? Will nicht. Okay, das heißt aber Türschnalle natürlich braucht man schon und auch das Türschloss. Genau, ja. Du sagst genau. Richtig. Richtig? Was soll ich? Also kein Hagel so nachher zum Zumachen. Das sehr schön. Okay, wenn es gar nicht mehr geht, dann machen wir das. Okay, passt, ja. Oder Garverband. Oh, das Garverband, ja, ja. Stark angefangen und noch stärker nachlassen. Aber kannst du dir mal zeigen, warum man da wegschneiden muss? Ja, warum schneidet man da weg? Warte, vielleicht sollte ich da innen oder von der anderen Seite? Schauen wir einfach mal. Okay. Siehst, stehen wir da. Ja, ich sehe. Ja, okay, passt. Also das ist einmal easy breezy, das wegzuschneiden, das soll kein Thema sein, gell? Ja. Ich möchte halt nur nicht, dass wir in eine falsche Richtung laufen und dann drauf kommen, so ganz nach dem Motto, schon dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Na, das werden wir schon zusammenbringen. Super. Schon Schlimmeres gehabt. Ne? Ja, stimmt. Ja, mal schauen. Alles klar. Gut, wir werken mal. So, bis ich meine Brille gefunden habe, bist du fertig auch schon wieder, ne? Genau, ja. Ja, sehr gut, ja. Ja, warte, oh ja, wir haben da ein ganzes Set, Helmut, schon. Ein ganzes Set haben wir da. Kannst du aussuchen, welchen Bohrer du haben willst. Schau her mal, du hast... Das, reicht das auch oder nehmen wir ein größeres? Zu klein? Ja. Okay. Und dann haben wir kein größeres. Sowas? Das ist zu groß. Das ist zu groß wieder. Du bist sehr wählerisch, lieber Helmut. Also man muss sagen, die Türen sind absolut delicious. Und dein Loch auch hoffentlich. Schauen wir mal. Ja, Helmut, das schaut gut aus. Hui. Na bitte, genau die Mitte, ne? Fast. Fast? Mitte, ja. Sehr gut, geil. Ja, dann schauen wir, ob es passt. Fast der Punktlandung. Boah, na schau. Geht noch gar nicht einmal so zu. Bisschen anpassen, ja, vorher müssen wir noch einschneiden. Mhm. Aber, jetzt sind wir schon gut gelandet. Ja, ich denke, also das wird heute noch ein paar Mal so hin und her gehen. So, da ist man auch einmal ganz kurz weg und schon ist alles fast fertig. Helmut, was habe ich denn versäumt bis jetzt? Die Türen sind drinnen. Die Türen sind drinnen, geil, aber die Schlösser noch nicht, oder? Angepasst, noch nicht. Boah, schau, wie das passt. Ja, ein bisschen Einstellungssache noch, aber... Hey, das mit Janil schon. Ja, wir werden auf jeden Fall noch verstärken müssen, weil das Glasfaser ziemlich arbeitet. Haben wir da zurückgestellt auf Weiten. Mhm.
Schauen, schauen. Hey, aber mir taugt das. Das ist eigentlich, schließt das gar nicht so schlecht, gell? Super, ja. Dann gleich noch die Lexan Windows bestellen. Bumm, das wird wieder. Da kann ich wieder ins Gesparte greifen. Die sind richtig teuer. Okay, das heißt, jetzt müssen wir noch die Griffe. Und Schloss. Schloss. Okay. Weil ich hätte es ja dann trotzdem auch gern. Es ist zwar nicht mehr erlaubt jetzt und nicht regelkonform, aber es ist trotzdem, wenn du auf der Strecke bist und irgendwas ist im Auto zu machen, zu tun, kabelbaumtechnisch, ganz egal was, die Scharnieren zum Aushängen, sodass du die ganze Tür einfach raushebst und auf die Seite stellen kannst. Ich möchte es schon trotzdem haben, auch wenn es nicht erlaubt ist. Also zwei Scharnieren. Eines okay, was wir mit haben, wo wir es umbauen können, dass wir halt konform sind. Das zweite Scharnier beim Testen oder an einem Trackday oder sonstiges zum Aushängen, weil sonst wirst du echt, echt verrückt, wenn irgendwas im Auto ist. Brauchen wir, unbedingt! Kriegen wir das hin? Es wird wahrscheinlich auf meiner Wunschliste bleiben. Oder? Naja, mit dem Scharnier kannst du nicht anfangen. Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade vorher gedacht, weil ich wüsste nicht, wo man da einen Sperrbolzen reingibt, gell? Da könnte ich höchstens zum Baumarkt fahren und... Ich habe jetzt nichts gesagt. So, ich bin jetzt einmal da so weit, dass ich mir überlegt habe, diese Öffnungen dazu zu machen. Es ist aber total dreidimensional geformt. Also richtig blöd, da Blech zu fertigen. Unten geht es schön, oben blöd. Wir haben es beim alten eigentlich so gelöst, dass wir es von innen zugemacht haben. Und ja, jetzt werde ich mir da auf jeden Fall einmal aus Karton eine schöne Schablone basteln. Wir haben da noch ein dünnes Alublech, mit dem wir das da hinten zumachen werden. Im Ganzen. Ist am einfachsten und am besten und am schnellsten. Noch einmal! Ja, aufhört! Ah, ich habe den Bach! Bist du deppert? Das schaust, hä? Mit einem Schwung eingesprungen wie eine Gazelle. Unfassbar, oder? Ich bin stolz auf mich. Das wird mich aber noch erwarten, Thomas. Es wird immer, immer schlimmer. So, passt. Dann schneide ich da mal und tue mal so was ab. Ne? Ich tue mal so, als ob. Ja, ich steh dazu. So. Circa so hoch. Mhm. Ja, hey, das passt ja schon gar nicht mehr. Aus dem Mist rauszart, gell? Passt schon mal gar nicht so schlecht. Also da kannst du ein bisschen wegschnitten, da ein bisschen schief, okay. Ja. Du sitzt ja irgendwie ins Dunkel, gell? Ich bring Licht ins Dunkel, Michi. Du hast einen Helm da, aber du schaust eher mehr wie Dunkelmut aus. Dunkelmut? Darf man das überhaupt sagen heute? Heutzutage? Dunkelmut? Helmut. Helmut, Dunkelmut, was gibt's noch? Darf man nicht sagen, gell? Ja, ich glaube auch, das ist schon sehr grenzwertig. Ja, da werden wir es verpixeln. Ja, da müssen wir auf jeden Fall... Wie? Dunkelmut? Dunkelmutinnen? Naja, ach so. Nein. Ich weiß schon, was du meinst, aber das macht die Sache auch nicht heller. Aus jetzt! Aus! Weiter wird gearbeitet! Schnitt! Kommt nur Blödsinn raus!